Hallo, guten Morgen zum täglichen Cinema Newsflash. Christopher Nolan, den hatten wir ja gestern schon, beziehungsweise seine Verbindung oder seine mögliche Verbindung zu einer Wiederauferstehung, muss man ja fast sagen, von James Bond. Wie gesagt, das hatte ich in der gestrigen Ausgabe ja bereits besprochen. Jetzt hat Christopher Nolan in einem anderen Interview bekannt gegeben, dass seine Dark Knight Trilogie eine kleine 4K-Auffrischung bekommt, was mich natürlich persönlich sehr, sehr freut. Christopher Nolan ist ja einer der wenigen in Hollywood, die noch wirklich auf Film drehen, auf 35 mm. Und er sagt, dass gerade diese 4K-Auffrischung, diese Restaurierung, diese Überarbeitung dem Filmerlebnis am nächsten kommt, wie er das gerne hätte und wie man das auch im Kino gesehen hat. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, deswegen werden wir das nicht Ende des Jahres oder so sehen, sondern es wird sich noch etwas hinziehen, leider Gottes. Also ein paar Donnerstagen müssen wir darauf noch leider warten. Aber er ist auch im ganzen Prozess involviert, was ich natürlich schon mal ziemlich gut finde. Und dann kann da nicht mehr viel schief gehen, weil er ist ja wirklich einer, er ist ein passionierter Filmemacher, der liebt das Medium Film und er will, dass seine Filme in der bestmöglichen Qualität auch den Zuschauern zugänglich gemacht werden, ohne dass die Atmosphäre darunter leidet, weil manchmal ist es ja auch so, dass wenn die Sachen dann in HD wirklich aufgefrischt werden oder restauriert werden, dass dann so ein bisschen der Filmlook darunter leidet, dass es total antiseptisch aussieht, dass es wachsig aussieht, wie auch immer. Und da müssen wir uns, glaube ich, bei Christopher Nolan keine Sorgen machen. Hoffe ich zumindest. Also wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wenn ich da Näheres weiß, halte ich euch natürlich sofort auf dem Laufenden und werde es rausposaunen. Tja, dann gibt es neue Marvel-Serien. Ich bin ja nicht so ein großer Fan zum Beispiel von Agents of S.H.I.E.L.D. Das hat mich nie richtig gekriegt. Die Marvel-Serie von Netflix, mit Ausnahme von Iron Fist, mag ich sehr, sehr gerne. Iron Fist fand ich auch okay, aber das ist ja immer noch auf hohem Niveau. Aber es konnte nicht jetzt zum Beispiel Jessica Jones, Luke Cage oder Daredevil mithalten. Bin mal gespannt, wie das mit den Defenders dann aussieht. Das ist ja dieser Zusammenschluss von Jones, Cage, Daredevil und Co. Das kommt ja im August auf Netflix. Aber es gibt jetzt was Neues, nämlich Marvel's New Warriors. Das kennt man wahrscheinlich nicht so, das kennen nur die Hardcore-Fans. Dann gibt es dann solche Sachen wie, oder solche Figuren wie Mr. Immortal oder das Scribble Girl. Das kommt allerdings nicht vor 2018. Im Gegensatz zu Inhumans, das ist auch eine weitere Marvel-Serie, die erscheint im September. Worauf ich mich allerdings am meisten freue, ist die Punisher-Serie auf Netflix. Denn Punisher, gespielt von John Bernthal, den kennen wir aus The Walking Dead, aus der ersten Staffel, der hat ja Daredevil so ein bisschen die Show geraubt in der zweiten Staffel von Daredevil. Und das ist ja, die Staffel ist wirklich fantastisch. Ich würde nicht ganz sagen, dass er die Show geraubt hat, der Hauptfigur. Allerdings hat das eine ganz andere Tiefe bekommen und das war schon ziemlich, ziemlich bitter. Sie haben da Grenzen überschritten, das fand ich sehr, sehr, nicht überschritten, aber sie haben Grenzen weiter nach vorne geschoben in der Erzählweise. Und da kommt jetzt eine Standalone-Serie, also eine Spin-off-Serie, aufgrund des Erfolgs des Charakters in Daredevil. Und das erscheint auch Ende des Jahres auf Netflix. Da bin ich ziemlich, ziemlich gespannt drauf. Punisher hatte seinen ersten Auftritt 1974, also in den Comics 1974 in The Amazing Spider-Man Nummer 129. Und wir kennen ja die Filme natürlich mit Thomas Jane. Dann gab es noch so eine Direct-to-DVD-Produktion, die ja so ein bisschen, ja, eigentlich war die schon okay, allerdings war das vollkommen over the top. Die Thomas Jane-Geschichte mochte ich eigentlich. Die Dolph Lundgren-Sache, naja, die können wir mal einfach schön vergessen. Insofern, Punisher, merkt euch das mal vor, wenn es da ein genaues Startdatum gibt oder ihr schon die ersten Folgen gesehen habt, das halte ich euch natürlich dann nicht vor. Das sage ich euch dann, wie es angekommen ist, zumindest bei mir. Dann gibt es einen neuen Trailer, den könnt ihr auch auf cinema.de angucken, zu The Deuce. Das ist eine neue HBO-Serie, die im September in den USA startet und da geht es um den Aufstieg der Pornoindustrie in New York und alles, was damit einherging. Da geht es dann auch um Drogenproblematik, um Gangstreitigkeiten, um Gangkämpfe und natürlich auch um HIV, also um AIDS, was immer weiter ja dann Einzug hielt, nicht nur in die Pornoindustrie, sondern in das alltägliche Leben der Menschen. Das wird alles in dieser Serie behandelt, ist prominent besetzt mit James Franco und Maggie Gyllenhaal, der Schwester von Jake Gyllenhaal.
Das sieht ziemlich gut aus. Die Serie verspricht einen ziemlich guten Zeitkolorit und atmet auch so ein bisschen den Geist von Boogie Nights. Das ist ja auch ein Film, der den kennen ja wirklich die meisten, die sich auch für dieses Thema interessieren. Wer da noch so ein bisschen näher eintauchen möchte, dann kann ich den Film Wonderland empfehlen. Der ist schon ein bisschen älter, ich meine von 2003, mit Val Kilmer in der Hauptrolle als John Holmes. Das war ja diese Porno-Legende in den 70ern. Aufgrund seiner physischen Außergewöhnlichkeit, nenne ich das mal vorsichtig. Der war ganz gut bestückt, der Junge. Und der hatte auch ziemlich viel Dreck am Stecken, beziehungsweise hat sich in die falschen Kreise begeben und das führte dann irgendwann zu den Wonderland-Morden 1981 in der Wonderland Avenue in Laurel Canyon, Los Angeles. Da wurden vier Menschen bestialisch ermordet und irgendwie war John Holmes da involviert. Er hat nicht selber die Leute umgebracht, aber er hat die im Zweifel verraten oder es ging auf jeden Fall um sehr, sehr viel Drogen und um noch mehr Geld. Den kann ich euch nur empfehlen. Wonderland, Val Kilmer, da war er noch ziemlich gut. Und wer so ein bisschen literarisch in das Thema eintauchen möchte, das ist auch gar nicht irgendwie schmuddelig oder sowas, dem möchte ich ein Buch an die Hand geben. Das ist so ein dicker 500-Seiten-Wälzer, den muss ich allerdings ablesen, den Filmtitel oder den Buchtitel. Das Ganze heißt nämlich The Other Hollywood, The Uncensored Oral Story of the Porn Industry. Oder Porn Film Industry. Den könnt ihr euch, gibt es leider nur auf Englisch, könnt ihr euch aber überall bestellen. Ist wirklich so ein Schinken und ist bestückt mit Interviews, mit Zitaten, die so das ganze Erlebnis, wie das damals anfing, die Hochzeit, dann auch der Einzug der Videokassette, wo das dann halt wirklich massentauglich wurde. Natürlich auch die Adult-Kinos, also die Bahnhofskinos und sowas. Das Ganze wird erzählt aus der Sicht der Beteiligten, also mit Zitaten von ihnen. Und deswegen kriegt man da so ein ganz gutes Gespür, wie die Zeit, wie das damals getickt hat. Da kam natürlich auch Linda Lovelace von Deep Throat, die kommt natürlich auch drin vor. Und. Also The Other Hollywood, The Uncensored Oral History of the Porn Film Industry. Tja, für so einen Morgen vielleicht ein bisschen ein merkwürdiges Thema. Allerdings, wer sich für Film interessiert, der kommt eigentlich da auch nicht wirklich dran vorbei. Wie gesagt, es ist nicht schmuddelig, es ist super aufbereitet. Das gleiche gilt für Wonderland, für Boogie Nights sowieso und für The Deuce. Trailer, wie gesagt, könnt ihr euch auf Cinemali angucken, wird es auch so gelten. Wir kennen die Qualität von HBO, das ist kein Schmuddelkram. Also insofern wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Natürlich hört in unseren Podcast rein, Cinema Shortcuts, hatte ich gestern schon gesagt, ein bisschen Eigenwerbung muss dann auch manchmal sein. Ist auf Soundcloud erhältlich, kostenlos natürlich und auf iTunes könnt ihr euch das Ganze auch abrufen. Da sprechen wir mit dem Kollegen Lars über aktuelle Neustarts, Anekdoten, Filmtipps und. Also Cinema Shortcuts vor mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht was draus und wir sehen uns morgen.